Der Himmel über uns birgt zahllose Geheimnisse. Unbekannte Flugobjekte werden seit Jahrzehnten von Regierungseinrichtungen auf der ganzen Welt untersucht. Manchmal hat sogar die Regierung selbst den Glauben an Außerirdische geschürt. Erstmalig haben wir UFO-Sichtungen und Berichte aus der ganzen Welt zusammengetragen. Die Menschen haben ein Recht auf diese Information. Viele Experten sind davon überzeugt, dass es für jede Sichtung eine rationale Erklärung gibt. Es kann leicht passieren, dass man etwas sieht und es für etwas anderes hält, als es tatsächlich ist. Doch vieles entzieht sich unserem Verständnis. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Weiß irgendjemand, was sich hinter diesen Phänomenen verbirgt? Wissen unsere Regierungen mehr, als sie zugeben? Die Antworten könnten in diesen Geschichten zutage treten. Oktober 1967, Nova Scotia, Kanada. In dem abgelegenen Fischerdorf Shack Harbor sehen Einwohner plötzlich seltsame Lichter am Himmel. Dann scheinbar ein Absturz. Zuerst glauben sie, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Aber dann kommt von der Regierung eine überraschende Enthüllung. Es ist kein Flugzeug, sondern ein unbekanntes Flugobjekt. Das Besondere war, dass die Behörden es selber öffentlich so bezeichneten. Halifax, Nova Scotia. In einem kleinen, direkt an der Küste gelegenen Vorort von Dartmouth befindet sich der damals 12-jährige Chris Stiles gerade zu Hause in seinem Zimmer. Es war etwa 22.30 Uhr. Ich machte mich gerade fürs Bett fertig. Ich war länger als gewöhnlich aufgeblieben. Als ich zufällig aus dem Fenster schaute, sah ich eine matt-orange, leuchtende, ziemlich große Lichtkugel, die sich entlang der Küste bewegte. Ich wusste gleich, dass ich da etwas extrem Seltsames sah und wollte es mir genauer anschauen. Chris läuft so schnell er kann aus dem Haus und runter zum Ufer. Es war eine orange Lichtkugel von gut 18 Metern Durchmesser, die lautlos über dem Wasser schwebte. Sie hatte keine besonderen Merkmale, aber die Struktur erinnerte mich an glühendes Eisen. Ich sah das Ding an und hatte furchtbare Angst. Irgendwann fand ich endlich den Mut, wegzulaufen. Und das seltsame Objekt flog einfach weiter. Diese kurze Begegnung ändert Stiles Leben für immer. Seitdem versucht er herauszufinden, was in jener Nacht wirklich passierte. Irgendwann merkst du, dass nichts von dem, was dir gesagt wird, stimmt. Selbst als kleiner Junge war mir klar, dass ich angelogen werde. Antworten waren Mangelware. Es war beunruhigend, wie in einem bösen Traum. Jahrzehnte später führen ihn seine Nachforschungen an einen knapp 260 Kilometer weiter südlich gelegenen Ort namens Shack Harbor. Dort soll sich exakt zur selben Zeit seiner UFO-Begegnung ein ganz ähnliches Spektakel abgespielt haben. Stiles macht Dutzende Augenzeugen ausfindig und durchforstet die Archive, um so viel wie möglich über den Vorfall herauszufinden. Der 18-jährige Fischer, Laurie Wickens, befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Nachhauseweg. Er lebt noch immer in Shack Harbor und hat die Ereignisse jener Nacht nie vergessen. Etwa hier bemerkten wir die Lichter am Himmel zum ersten Mal. Erst war es nur eins, dann zwei, drei und vier. Dann gingen sie alle gleichzeitig aus und danach in der gleichen Reihenfolge wieder an. Sie schienen sich auf einer Linie zu befinden und nicht weit entfernt zu sein. Während er die Küstenstraße entlang fährt, scheinen ihn die Lichter mehrere Kilometer weit zu verfolgen. Wir konnten keine Motoren hören. Als wir etwa hier waren, bewegte es sich plötzlich in einem 45-Grad-Winkel nach unten. Die Lichter schienen runter zum Wasser zu fliegen. Als das Objekt hinter der Baumlinie verschwindet, verliert Wickens es kurz aus den Augen. Dann stürzt es in den Ozean.
Wickens glaubt, dass es ein Flugzeug war und fährt so schnell er kann zur nächstgelegenen Telefonzelle, um die RCMP, die Royal Canadian Mounted Police, anzurufen. Die hält den Anruf zuerst für einen Schwindel. Da Laurie leider nicht den besten Ruf hatte, fragten sie ihn als erstes, ob er betrunken sei. Er sagte, nein, ich habe nichts getrunken. Da ist was im Wasser. Und sie sagten, na gut, wir sehen uns das mal an. Kaum ist das Gespräch beendet, erhält die Polizei weitere Anrufe, die alle von ähnlichen Vorfällen berichten. Die Anrufer sagten der Polizei, dass sie Lichter gesehen hätten. Oder vielleicht ein großes Flugzeug, das in die Bucht gestürzt sei. Sie machten sich Sorgen um die Insassen. Hier wollten wir uns mit der RCMP treffen. Wir beobachteten das Licht im Wasser, nachdem ich die Polizei angerufen hatte. Zuerst sahen wir es dort, dann hier und dann trieb es immer weiter darunter am Hafen vorbei. Es sah aus wie eine umgedrehte Halbkugel, die auf dem Wasser trieb. Sie gab ein gelblich-weißes Licht ab, das konstant leuchtete. Als die Polizei eintrifft, sehen die Beamten, genau wie die Augenzeugen, ein mysteriöses Licht, das auf dem Wasser zu treiben scheint. Wir dachten, dass es ein Flugzeug sei und machten uns bereit, nach Wrackteilen und Überlebenden zu suchen. Dann verschwindet das Licht. Es ging einfach aus und verschwand. Es versank nicht im Wasser, das hätte man bemerkt. Da die Zeit drängt und die Polizei nicht darauf warten kann, dass die Küstenwache ihre eigenen Rettungsboote schickt, beschlagnahmt sie kurzerhand ein paar einheimische Fischerboote. Auch Wickens schließt sich der Rettungsflotte an. Wir suchten das gesamte Hafengebiet nach Trümmern ab, aber fanden nichts. Das Einzige, was sie finden, ist ein seltsamer Schaum. Er war gelb. Einige meinten, dass er nach Schwefel roch, andere, dass er nach gar nichts roch. Jemand versuchte mit einem feinen Fischernetz etwas von dem Schaum einzusammeln, aber er löste sich einfach auf. Bei Tagesanbruch wird die Suche wieder aufgenommen, aber man findet keinerlei Hinweise. Das Oberkommando der kanadischen Streitkräfte ordnete eine Unterwassersuche durch die Marine an, die mehrere Tage dauerte. Sonntagabend wurde die Suche dann eingestellt, angeblich ohne Ergebnis. Wickens und die anderen Einheimischen halten das mysteriöse Objekt noch immer für ein Flugzeug. Aber schon bald machen Gerüchte die Runde, dass es vielleicht doch keines war. Etwa drei Tage später traf ich zufällig einen RCMP-Beamten. Er sagte, wissen Sie, dass Sie da ein UFO gesehen haben? Ich fragte, ein UFO? Das war das erste Mal, dass wir diesen Begriff hörten. Die Ansicht der Behörden verbreitet sich schnell und landet schon bald in den Schlagzeilen. Der Shag Harbor-Vorfall stand auf allen Titelseiten. CBC Television berichtete landesweit davon. In der Auslandspresse und den einschlägigen UFO-Publikationen war es noch lange Thema. Die Ereignisse jener Nacht werden sogar zu einem Comic verarbeitet. Trotz des ganzen Wirbels ist die Geschichte bald wieder vergessen. Die Untersuchung wird eingestellt und die Einwohner von Shag Harbor kehren zu ihrem Alltag zurück. Sie fragten sich, was es war, aber es kamen keine Antworten und sie lebten normal weiter. Chris Stiles kann die Ereignisse vom 4. Oktober 1967 nicht vergessen. Der mysteriöse Absturz in Shag Harbor und seine eigene UFO-Sichtung in jener Nacht lassen ihm einfach keine Ruhe. Mehr als 25 Jahre später startet er seine eigene Untersuchung. Wir werden Ihnen die erstaunlichen Beweise zeigen, die er dabei entdeckt hat. Während sie in Shag Harbor das Meer absuchten, gab es zeitgleich noch eine zweite Suche, von der die Öffentlichkeit nie etwas erfuhr. Am Himmel vor Neuseeland sieht ein erfahrener Seemann etwas Seltsames. Ich kann nicht sagen, was es war. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Zuerst glaubt er, dass es nur eine Halluzination war. Aber dann entdeckt er, dass er nicht der Einzige ist. Wir erhielten Berichte über mehrere Sichtungen, die alle in der Bay of Plenty-Region stattgefunden hatten. Die Augenzeugen glauben an keine der Erklärungen. Was könnte dieses Objekt also gewesen sein? Es bewegte sich so schnell, dass es unmöglich irdischen Ursprungs gewesen sein kann.
9. März 1995. Tauranga, Neuseeland. Der Hafenangestellte Bill McKinnon befindet sich auf einem Angelausflug in der Bucht Bay of Plenty. Die Sonne strahlte so wie heute. Der Himmel war wolkenlos. Der Tag verläuft zunächst ohne besondere Vorfälle, bis McKinnon um 13.15 Uhr plötzlich aus dem Augenwinkel etwas sieht. Ich drehte mich um und sah ein seltsames Objekt am Himmel, das sich von Nordosten nach Südwesten bewegte. Es sah wie eine Kugel aus. Hell glänzend, weiß oder silber. Vor ihr flimmerte die Luft. So als ob ein Schiffsbug durchs Wasser pflügt. Man sah deutlich, wie die Luft Wellen schlug. Das Objekt scheint sich unglaublich schnell zu bewegen und zieht einen geisterhaften weißen Schweif hinter sich her. Aber es ist völlig lautlos. Ich weiß, wie schnell ein Flugzeug fliegt. Das war viel schneller. Ich weiß nicht, was ich an jenem Tag sah, aber es war definitiv ein großes, unbekanntes Flugobjekt. Das kann natürlich eine Fehleinschätzung sein. Vielleicht war es doch nur ein Flugzeug oder ein natürliches Phänomen. Aber McKinnon ist ein erfahrener Himmelsbeobachter. Eine seiner Aufgaben als Hafenangestellter ist es, Beobachtungsdaten an den neuseeländischen Wetterdienst zu übermitteln. Eine Aufgabe, die detaillierte Fachkenntnis verlangt. Man hat uns beigebracht, wie man zwischen bewölkt und teilweise bewölkt unterscheidet. Man hat uns dafür ausgebildet, Himmelsphänomene zu beschreiben. Ich habe gelernt, wie man beobachtet. McKinnon kann sich die Sichtung nicht erklären und nimmt Kontakt zur lokalen UFO-Forschungsgruppe auf. Leiterin Suzanne Hansen glaubt fest an die Existenz Außerirdischer auf der Erde. Ihre Gruppe hat sich auf Sichtungen von Piloten und anderen Flugexperten spezialisiert. Neuseeland hat eine reiche Geschichte an Flugverkehrsvorfällen. Es gab einige weltberühmte Sichtungen von Piloten und Fluglotsen. Deshalb beschloss ich, mich auf dieses Gebiet zu konzentrieren, weil es in den Augen der Öffentlichkeit große Glaubwürdigkeit genießt. Hansen hat überraschende Neuigkeiten. McKinnon ist nicht der Einzige. Knapp 100 Kilometer weiter im Landesinneren, in der Stadt Hamilton, hat ein anderer Augenzeuge an jenem Tag ebenfalls etwas gesehen. Der Fluglotse Graham Opie. 1995 war ich der Cheffluglotse des Hamilton Airport, verantwortlich für die Leitung des Towers. Ich arbeitete damals als Fluglotse und Berufspilot. Am 9. März 1995 beaufsichtigt Opie wie üblich das Fluglotsenteam im Tower. Als ich zufällig südlich aus dem Tower rausschaute, sah ich einen hellen Lichtblitz. Wie Sonnenlicht, das von einem Spiegel reflektiert wird. Es war extrem hell, hatte einen leuchtenden orange-roten Schweif und war extrem schnell. Er weist seine Kollegen darauf hin. Nachdem ich das Objekt sah, fragte ich die Jungs, hey, habt ihr das gesehen? Leider sagten beide nein. Ich hatte also keine weiteren Zeugen. Aber ich wusste, was ich gesehen hatte. Opies Kollegen haben das Licht nicht gesehen. Aber vielleicht hat das Radar etwas erfasst. Wir haben eine direkte Verbindung zur Flugsicherheit in Auckland, die ein Radar hat. Aber der zuständige Mann sagte, dass sie keine Objekte orten würden. Keine Augenzeugen und kein Radarkontakt. Zu diesem Zeitpunkt scheint Opie der Einzige zu sein, der das Objekt gesehen hat. Dann bekommt er einen Anruf von Suzanne Hansen. Sie erzählt ihm, dass es bereits eine ganze Reihe solcher Sichtungen gegeben hat. Die Zeitungen berichteten davon und es gab Hunderte, wenn nicht Tausende Augenzeugen. Einige hielten es für einen Jet, andere für einen Meteor oder Kometen. Es war völlig lautlos und flog eine ziemlich weite Strecke mitten über die Nordinsel. Nachdem Suzanne mich kontaktiert hatte, bat sie mich, den Vorfall zu untersuchen.
Opie und Hansen gründen gemeinsam die UFO-Forschungsgruppe UFOCUS New Zealand. Opie wird ein überzeugter UFO-Anhänger und beschließt, dem Vorfall auf den Grund zu gehen. Als erstes hakt er bei seiner detaillierten Untersuchung über das mutmaßliche UFO die naheliegenden Möglichkeiten ab. Als ich das Objekt sah, war mein erster Gedanke, dass es ein Kampfjet war, wegen seiner hohen Geschwindigkeit. Diese Theorie würde auch Bill McKinnons Beobachtung erklären, dass sich die Luft vor dem UFO wie eine Bugwelle kräuselte. Wenn ein Flugzeug Überschallgeschwindigkeit erreicht, kann ein sogenannter Wolkenscheibeneffekt entstehen. Eine Kondensationswolke, verursacht durch die vom Flugzeug hervorgerufene Hochdruckstoßwelle. Aber wenn es ein Jet war, stellt sich die Frage, warum er nicht vom Bodenradar geortet wurde. Er muss entweder getarnt gewesen sein oder so schnell, dass das Radar nicht die Zeit hatte, ihn zu orten. Aber das bedeutet, dass er nicht von unserer Air Force sein konnte. Es war ein UFO. Das heißt nicht unbedingt, dass es von kleinen grünen Männchen gesteuert wurde. Aber ich hatte keine Ahnung, ob es außerirdisch war oder nicht. Als Opie Bill McKinnon befragt, stößt er auf einige wichtige Hinweise. Die Sichtungen der zwei Männer lagen nur 3 Minuten auseinander, obwohl sie etwa 100 Kilometer voneinander entfernt waren. Und das ist nicht das überraschendste Detail. Zwischen der Sichtung in Tauranga und der in Hamilton ist es höher gestiegen und schneller geworden. Was zeigt, dass es von irgendetwas kontrolliert wurde. Die Resultate von Opies Untersuchung führen ihn, Hansen und McKinnon zu demselben Schluss. Das Objekt war wahrscheinlich außerirdischen Ursprungs. Ich war sicher, dass es kein Flugzeug von der Erde war. Dafür war es zu schnell. Die Geschwindigkeit war der entscheidende Faktor, der mich davon überzeugte, dass es nicht irdischen Ursprungs war. Ich muss für alles aufgeschlossen sein. Und ich bin bereit zu glauben, dass es ein außerirdisches Raumschiff war. Ich denke nicht, dass es aus diesem Land oder von dieser Welt stammte. Erfahrene Himmelsbeobachter wie die Astronomen Nigel Hanbest und Carolyn Crawford sind derselben Meinung. Auch sie gehen davon aus, dass das Objekt außerirdischen Ursprungs war. Die Berichte passen sehr gut zu einer sogenannten Feuerkugel. Eine Feuerkugel ist ein extrem heller Meteor. Wenn ein sehr großer Brocken in unserer Atmosphäre verbrennt, entsteht nicht nur dadurch Licht, dass sich der Meteor selbst aufheizt, sondern auch dadurch, dass er die Luft in seiner Umgebung elektrisch auflädt. In Extremfällen kann dabei Licht entstehen, das so hell strahlt wie die Sonne. Feuerkugeln treten nur sehr selten auf. Einer der berühmtesten Vorfälle ereignet sich 2013 im russischen Tscheljabinsk. Auf den von Autokameras aufgenommenen Videos kann man sehen, wie das Ding über dem blauen Himmel rast. Es war so hell, dass es Schatten warf, sogar am helllichten Tag. Die neuseeländischen UFO-Forscher glauben nicht an diese Theorie. Es war kein Meteor. Es ist höher gestiegen, bewegte sich auf einer gebogenen Flugbahn und schien vorne ein sehr helles, reflektierendes Objekt zu haben. Die Feuerkugeltheorie hat noch eine weitere Schwachstelle. Es war weder ein Überschallknall noch ein anderes Geräusch zu hören. Die Tscheljabinsk-Feuerkugel erzeugte einen so starken Überschallknall, dass in der Stadt Tausende von Fensterscheiben zerbrachen. Manche Feuerkugeln können allerdings tatsächlich völlig lautlos sein. Als ich den Bericht darüber las, wie es sich über den Himmel, aber nicht Richtung Boden bewegte, erinnerte mich das an einen Fall von 1972. Der sogenannte Great Daylight Fireball, der über Nordamerika gesehen wurde. Das war ein Gesteinsbrocken aus dem Weltall, der die Erdatmosphäre nur streifte. Er trat oben in sie ein, prallte dann aber ab und flog wieder hinaus ins All. Tausende
Das könnte erklären, warum sich das Objekt horizontal bewegte, anstatt zu fallen. Und aufgrund der Höhe des Objekts, hoch in der oberen Atmosphäre, wäre es möglich gewesen, es gleichzeitig in Hamilton und Tauranga zu sehen. Und es würde auch erklären, warum das Objekt völlig lautlos war. Wenn sie hoch oben in der Atmosphäre verbrennen, hören wir keinen Überschallknall. Wie konnten Graham Opie, ein langjähriger Fluglotse, und Bill McKinnon, ein erfahrener Meteorologe, die Geschwindigkeit und Höhe des Objekts so falsch einschätzen? Diese zwei Männer haben ihr gesamtes Berufsleben mit Himmelsbeobachtung zugebracht. Aber ganz so einfach ist das nicht, wie uns Wahrnehmungsexperte Bo Lotto erklärt. Es hat immer etwas mit unseren Erfahrungen zu tun. Wenn ein Fluglotse ein Flugzeug beobachtet, hat er ein sehr gutes Gespür dafür, wie weit es entfernt ist, was aufgrund seiner Berufserfahrung wenig überraschend ist. Wenn er aber etwas beobachtet, das er nicht kennt, hat er keine Basis, um die Distanz einzuschätzen. Es könnte ein riesiges Objekt sein, das weit entfernt ist, oder ein kleines, das ganz nah ist. Er kann es unmöglich einschätzen, solange er nicht weiß, was dieses Objekt genau ist. Die Feuerkugeltheorie scheint stimmig zu sein. Dennoch kann niemand sicher sein, was an jenem Tag gesehen wurde. Wie bei vielen UFO-Sichtungen gibt es jede Menge Theorien, aber nur wenig handfeste Beweise. Daher bleibt das Ganze für viele bis heute ein ungelöstes Rätsel. Chris Stiles untersucht in Nova Scotia einen mysteriösen Vorfall von 1967. Den Absturz eines unbekannten Flugobjektes in der Nähe des Fischerdorfes Shag Harbor. Der kanadische UFO-Forscher Don Ledger unterstützt ihn. Er wollte ein Buch schreiben, aber meinte, er könne nicht so gut mit Sprache umgehen. Also habe ich ihm meine Hilfe angeboten. Und im Laufe des Jahres schrieb ich dann den Großteil der Geschichte auf. Stiles und Ledger wollen herausfinden, was die Behörden über den Vorfall wussten. Ihr Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die Regierung selbst das Objekt für ein UFO hielt. Das Besondere war, dass die Behörden sofort reagierten und es selber öffentlich so bezeichneten. Auf der Titelseite des Chronicle Herald, der größten Tageszeitung östlich von Montreal, stand in roten Buchstaben: Vielleicht gibt es konkrete Beweise für den UFO-Absturz in Shag Harbor. Basierend auf diesem Wissen beginnen die beiden, die Archive zu durchforsten, um die Quelle der UFO-Behauptung ausfindig zu machen. Die kanadische Regierung sagt, dass es im Nationalarchiv nur ein Dokument dazu gibt. Aber Chris Stiles behauptet, deutlich mehr gesehen zu haben. Als UFO-Ermittler sucht man nach zwei Dingen. Der Vorfall muss extrem seltsam sein und eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Wenn man wie in diesem Fall viele Unterlagen findet, hat man etwas in der Hand, das sich nicht einfach in Luft auflösen kann. Eines der ersten Dokumente, die sie angeblich entdecken, scheint den schlagenden Beweis zu liefern. Auf dem Schreiben zur Anordnung der Unterwassersuche finden sich drei unterstrichene Großbuchstaben. UFO. Ich habe mir schon tausende solcher Dokumente angeschaut, aber nur eines gesehen, in dem das der Fall war. Dieser Hinweis spornt Stiles und Ledger an, tiefer zu graben. Soweit man feststellen konnte, wurde von der Ostküste Kanadas bis runter nach Neuengland nirgendwo ein Flugzeug vermisst. Jedes Beweisstück, das sie finden, scheint ihre Theorie zu bestätigen. Die Rettungsleitstelle führte eine Voruntersuchung durch und hat die Möglichkeit, dass die Sichtung durch ein Flugzeug, eine Leuchtrakete oder irgendein anderes bekanntes Objekt verursacht wurde, ausgeschlossen. Die beteiligten Ermittler hielten eine konventionelle Erklärung für unmöglich. Kurz danach bricht die Spur der schriftlichen Hinweise ab. Aber Stiles ist überzeugt, dass er die Wahrheit finden wird. Er lernte zufällig mehrere Militärangehörige und Ex-Militärs kennen, die damals mit dem Fall zu tun hatten. Viele dieser Leute sind ehemalige Navy-Taucher. Sie enthüllen erstaunliche Neuigkeiten. Knapp 50 Kilometer von Shag Harbor entfernt, in Shelburne, gab es eine zweite geheime Suchaktion.
Die Taucher erzählten mir, dass dort mehrere Schiffe in Position lagen, um zwei UFOs am Meeresgrund zu untersuchen. Stiles ermittelt nun in einem weiteren möglichen UFO-Fall. Könnte es sein, dass dieser mit dem Shag Harbor-Vorfall in Verbindung steht? Vielleicht sind in jener Nacht mehrere Objekte abgestürzt. Sollte das zutreffen, dann stellt sich die Frage, wie sie eine so weite Strecke zurücklegen konnten. Eine von Stiles Navy-Quellen hat eine erstaunliche Theorie dazu, basierend auf dem, was sie unten am Meeresgrund erlebt hat. Er sagte, wir haben dort unten seltsame Dinge gesehen. Es sah so aus, als ob das eine Objekt dem anderen zu Hilfe kam. Was könnten diese Objekte gewesen sein? Es gibt keine offiziellen Dokumente, die die Aussagen der Marinetaucher bestätigen. Deshalb können Stiles und Ledger nicht beweisen, was in jener Nacht dort draußen war. Eine Möglichkeit ist, dass der Vorfall mit dem Kalten Krieg in Zusammenhang steht. 1967 ist nur wenigen Leuten bekannt, dass Shelburne eine geheime Frontlinie im Konflikt mit der Sowjetunion darstellt. Die Shelburne Base war Kanadas geheimste Militäranlage. Ursprünglich war es ein US-Stützpunkt auf kanadischem Boden. Von dort aus sollten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges die Bewegungen der sowjetischen U-Boote nachverfolgt werden. Ein UFO in unmittelbarer Nähe eines wichtigen Verteidigungspostens hatte damals mit Sicherheit eine sofortige Reaktion des Militärs zur Folge. Vor allem, wenn ein wertvolles Stück Militärtechnologie abgestürzt wäre. Der Luft- und Raumfahrthistoriker Peter Merlin hält diese Möglichkeit für sehr plausibel. Ende der 1960er entwickelten sowohl die USA als auch die Sowjets hochentwickelte Kampfjets, Bomber, Aufklärungsflugzeuge und Spionagesatelliten. Wenn damals tatsächlich US-Technologie abstürzte, hätte die Regierung sie bestimmt bergen wollen, weil sie streng geheim war und sie nicht wollten, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Eine Erklärung lautete, dass es vielleicht eine supergeheime US-Militärmaschine war. Ich finde das eigenartig, da man Tests von neuen Flugzeugen nie über dicht besiedelten Gebieten durchführt und ganz bestimmt nicht blinkende Lichter montieren würde. Das würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Viel zu oft werden solche Vorfälle damit erklärt, dass es experimentelle Flugzeuge des Militärs gewesen seien, obwohl die Objekte sich in keiner Weise wie Militärflugzeuge verhalten. Wenn das Objekt, das über Nova Scotia gesehen wurde, kein Flugzeug war, besteht die Möglichkeit, dass es aus dem Weltraum kam. Laut Dr. Alice Gorman heißt das aber nicht, dass es ein außerirdisches Raumschiff war, sondern vermutlich von Menschenhand geschaffen wurde. Ein Stück Weltraumschrott. Schon am Ende der 1960er Jahre befanden sich im Orbit mindestens 1000 solcher Objekte, die theoretisch wieder in die Atmosphäre eintreten konnten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Weltraumschrott den Wiedereintritt unbeschadet übersteht. Druckbehälter aus Titan, die Bestandteil des Treibstoff-Einspritzsystems sind, können dem Wiedereintritt problemlos standhalten. Das deckt sich mit den Beschreibungen von Laurie Wiggins, der sagte, in jener Nacht ein kugelförmiges Objekt im Wasser treiben gesehen zu haben. Ob zu Recht oder zu Unrecht, die Augenzeugen des Vorfalls verwerfen diese Theorie. Das war kein Weltraumschrott. Der hätte gebrannt und nicht diese Farbe gehabt. Es ist unwahrscheinlich, dass es Weltraumschrott war. Die kanadische Regierung ist immer sehr offen mit solchen Vorfällen umgegangen. Zum Beispiel Mitte der 70er Jahre, als ein atombetriebener Sowjetsatellit namens Kosmos 954 über der kanadischen Hocharktis abstürzte und jede Menge radioaktive Trümmer zurückließ. Der Öffentlichkeit wurde alles mitgeteilt. Die Regierung hat immer alles offengelegt. Und ich bin mir sicher, dass sie auch in diesem Fall ganz offen damit umgegangen wäre, selbst wenn sie selber die Verantwortung dafür getragen hätte. Eine letzte Erklärung besagt, dass die Lichter am Himmel nichts weiter als Leuchtraketen waren. Eine Theorie, die die Bewohner von Shag Harbor nur belächeln können. Eine Leuchtrakete fliegt nicht quer und besteht nicht aus vier Lichtern. Sie geht hoch, kommt runter und leuchtet entweder hellrot oder weiß.
Wer dieser Theorie glaubt, sollte lieber nicht in einer Rettungsmannschaft arbeiten. Es gibt allerdings verschiedene Arten von Leuchtraketen. Einige fliegen tatsächlich in einer Reihe durch die Luft. Der erfahrene Hubschrauberpilot David Higgins hält diese Erklärung für sehr plausibel. Viele Militärflugzeuge können Leuchtraketen abschießen. Ihr Zweck ist es, auf Hitze reagierende Infrarotraketen abzulenken. Sie bestehen hauptsächlich aus Magnesium und brennen mehrere tausend Grad heiß. Sie werden in einer bestimmten Formation abgeschossen und können dabei wie in Reihe geschaltete Lichter aussehen. Auch Jahrzehnte später gibt der Vorfall noch immer Rätsel auf. Kanadas Verteidigungsministerium hat offiziell erklärt, dass die Ursache nicht geklärt werden konnte. Was auch immer es war, ich bin mir sicher, es war etwas Unkonventionelles. Aber damit will ich nicht sagen, dass es kleine graue Männchen von Alpha Centauri waren. Ich weiß es einfach nicht. Da die Regierung keine weiteren Untersuchungen durchführte, scheinen die Ereignisse jener Nacht nichts Außergewöhnliches gewesen zu sein. Stiles wird dennoch weitersuchen, bis er eine Antwort gefunden hat. Früher hat mich das sehr frustriert, aber mittlerweile gefällt mir diese Ungewissheit. Als Berichte über seltsame Lichter am Himmel eintreffen, lässt die iranische Luftwaffe sofort Kampfjets starten. Diesen Einsatz werden die Piloten nie vergessen. Ich hatte große Angst. Ich dachte, sie hätten eine Rakete auf mich abgeschossen. Was passierte in jener Nacht? Und was weiß die amerikanische Regierung darüber? Eine äußerst umfangreiche Akte wurde an viele Abteilungen innerhalb der US-Regierung geschickt. Und ein Großteil der Dokumente wurde nie veröffentlicht. September 1976. Teheran, Iran. Der Fluglotse Hussein Pirouzi hat Nachtschicht im Tower des Mehrabad International Airport. Um 22.30 Uhr erhält er einen ungewöhnlichen Anruf. UFO-Forscherin Leslie Keen hat eine Analyse dieses Vorfalls veröffentlicht, basierend auf offiziellen Dokumenten und Augenzeugenberichten. Pirouzi sagte, dass ihm eine Frau aus dem Norden Teherans von einem hell leuchtenden Objekt berichtet hätte, das für einen Stern zu groß wäre. Direkt nach ihrem Anruf bekam er drei weitere aus dem gleichen Stadtviertel. Da wusste er, dass dort irgendetwas vor sich ging. Da das Radarsystem außer Betrieb ist, muss er sich auf seine Augen verlassen. Und zu seiner Überraschung entdeckt er tatsächlich etwas. Es war ein helles, in verschiedenen Farben blinkendes Objekt, das sich bewegte. Das beunruhigte ihn sehr. Pirouzi kontaktiert sofort die iranische Luftwaffe, die ein Flugzeug losschickt, um den Vorfall zu untersuchen. Kurze Zeit später startet eine hochmoderne F-4 Phantom von der knapp 280 Kilometer entfernten Cherokee-Luftwaffenbasis. Der Kampfjet jagt mit Überschallgeschwindigkeit zum Ort der Sichtung. Sie konnten es gut sehen. Es war ein hell leuchtendes Objekt mit pulsierenden Lichtern, fast wie ein Stroboskop. Diese Jets erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 1600 Stundenkilometern. Dennoch waren sie zu langsam. Nun ist auch Staffelkommandant Parviz Jafari mit seiner F-4 auf dem Weg. Er kann sich noch heute lebhaft an jene Nacht erinnern. Ich rief per Funk meinen ersten Piloten. Er sagte, ich kann es nicht einholen. Alle Instrumente sind ausgefallen und alles verhält sich anormal. Ohne die elektronischen Instrumente muss Jafari um die Sicherheit seines Kampfpiloten fürchten. Er befiehlt ihm, sofort zum Stützpunkt zurückzukehren. Auf dem Rückweg meldete er, ich kann es jetzt vor mir sehen. Ich sagte, wo ist es? Können Sie mir seine Position geben? Und dann sah ich es vor mir. Jafaris Sichtung ähnelt den anderen Berichten. Es war diamantförmig und leuchtete rot, grün, orange und blau. Es blinkte in verschiedenen Farben. Und er sagte, dass es so hell war, dass man das eigentliche Objekt nicht sehen konnte, nur dieses helle Licht.
Genau wie der erste Kampfjet hat auch Jafari Probleme, mit ihm mitzuhalten. Plötzlich sprang es auf eine Position, etwa 10 Grad zu meiner Rechten. Einfach so. Erst war es hier, jetzt da. Dann nimmt die Begegnung eine erschreckende Wendung. Jafari glaubt, dass das Objekt auf ihn schießt. Er nannte sie Projektile und sagte, dass sie wie ein Vollmond aussahen, der über dem Horizont aufgeht. Sie bewegten sich direkt auf ihn zu. Ich hatte große Angst. Ich dachte, dass sie eine Rakete auf mich abgefeuert hätten. Jafari fürchtet jeden Moment abgeschossen zu werden und macht sich bereit, zurückzuschießen. Als er gerade feuern wollte, verlor er die Kontrolle über seine Instrumente. Sie fielen alle aus und er konnte nichts tun. Die einzigen Instrumente, die noch funktionieren, sind die, die seinen Kampfjet in der Luft halten. Da er keine Waffen hat, versucht Jafari, dem Projektil durch ein Ausweichmanöver zu entkommen. Er flog eine scharfe Kurve und konnte ihm ausweichen. Dann machte das Objekt mehrere Sprünge und kehrte zum Hauptobjekt zurück. Jafaris Kommandeure befehlen ihm, sofort abzubrechen und in Teheran zu landen. Aber auf dem Rückflug taucht hinter ihm ein weiteres Projektil auf. Er beobachtet, wie es nach unten fliegt und auf einen ausgetrockneten See am Stadtrand zurast. Ich dachte, dass es abstürzt und ich jeden Moment den Aufprall sehe. Aber nichts dergleichen passierte. Es flog zum Boden und stoppte dort. Es war so hell, dass ich den Sand am Boden sehen konnte. Dann verschwindet das Projektil urplötzlich und auch das größere Objekt ist nicht mehr zu sehen. Es gab weder einen Aufprall im Sand noch Feuer. Nichts. Der iranische Pilot Parviz Jafari verfolgt in der Wüste südlich von Teheran ein mutmaßliches UFO. Als er sich der vermeintlichen Absturzstelle nähert, hört er über Funk ein seltsames Signal. Man nennt das Emergency Squawk, ein Notsignal, das von einer Blackbox nach einem Absturz gesendet wird, um die Stelle lokalisieren zu können. Aus irgendeinem Grund ging von dieser Stelle so ein Notsignal aus. Die Besatzung des anderen Flugzeugs hörte es auch. Da das Objekt nun eindeutig geortet werden kann, landet Jafari. Bei Anbruch des nächsten Tages schließt er sich dem Rettungsteam an und begibt sich auf die Jagd. Das Signal wurde immer noch gesendet. Aber als wir dort ankamen, fanden wir nichts. Absolut nichts. Noch am selben Tag wird Jafari von seinen Vorgesetzten zu dem Vorfall befragt. Sie riefen uns ins Hauptquartier der Luftwaffe, wo sie mich befragten. Während ich ihnen alles erzählte, bemerkte ich in einer Ecke des Raumes einen amerikanischen Colonel, der sich Notizen machte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls ist die Islamische Revolution im Iran noch 2 Jahre entfernt. Noch herrscht das alte Regime des Schah und der Iran ist ein loyaler Verbündeter der USA gegen die Sowjetunion. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass amerikanische Militärberater vor Ort sind. Da man sich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges befindet, erregt der Vorfall natürlich die Aufmerksamkeit der Amerikaner. Nachdem der Militärberater Jafaris Bericht gehört hat, schreibt er ein Memo, das umgehend an hochrangige Politiker in Washington D.C. weitergeleitet wird. Dieses Memo wurde an verschiedene Abteilungen der US-Regierung geschickt. Das Weiße Haus, die CIA, das Außenministerium, eine ganze Reihe bedeutender Behörden. Das Dokument liefert eine umfassende Beschreibung, kommt aber zu keinem eindeutigen Resultat. In der Fallanalyse wird das Objekt als UFO bezeichnet. Aber man konnte nie klären, was es war. Tatsache ist, dass einige Leute Zeugen des Vorfalls waren und dieser von Teheran und Washington äußerst ernst genommen wurde. Aber was könnte es gewesen sein? Eine Möglichkeit ist, dass das Objekt doch nur ein Flugzeug war. Vielleicht eine geheime Technologie der Amerikaner oder der Sowjets.
Der Luft- und Raumfahrthistoriker Peter Merlin schließt das zumindest teilweise aus. Angesichts der damaligen Beziehungen halte ich es für unwahrscheinlich, dass die USA im iranischen Luftraum militärische Operationen durchführten. Wahrscheinlicher ist, dass es ein feindlicher Nachbarstaat war, der von den Sowjets unterstützt und vielleicht auch mit Geräten zur elektronischen Kriegsführung versorgt wurde. So ein elektronisches Gerät könnte den Instrumentenausfall der F-4-Kampfjets erklären. Es gibt verschiedenste Arten von Luftfahrtelektronik, mit der man den Funkverkehr und die Radarortung stören kann. Der erfahrene Kampfflieger Parviz Jafari hält das für unwahrscheinlich. Diese Störung wirkt sich nur auf das Radar aus. Aber man kann nicht das komplette Waffen- oder Instrumentensystem stören. Wenn die Systeme der Kampfjets nicht absichtlich lahmgelegt wurden, gibt es für die Fehlfunktion vielleicht doch eine einfachere Erklärung. David Higgins, ebenfalls ein erfahrener Pilot, hält das für wahrscheinlich. Flugzeuginstrumente und Funkgeräte brauchen Strom. Wenn eine Stromzuleitung oder ein Generator eine Fehlfunktion hat, können dadurch Instrumente und Teile des Funknavigationssystems ausfallen. Kurzschlüsse können passieren und es ist durchaus möglich, dass bei beiden Flugzeugen derselbe Defekt auftrat. Allerdings kann keine Flugzeugfehlfunktion das verblüffendste Detail des Vorfalls erklären. Die hellen Lichter, die von Jafari und anderen Augenzeugen gesehen wurden. Der Astronom Nigel Hanbest geht davon aus, die Antwort zu kennen. Ein gut dokumentiertes Stück Weltraumschrott. Zu den größeren Teilen Weltraumschrott gehören Teile der Raketen, mit denen wir Satelliten ins All bringen. Interessanterweise wurde in derselben Nacht auch ein Licht über Marokko gesehen und für ein UFO gehalten. Und bei dem handelte es sich in Wahrheit um das Triebwerk einer russischen Rakete. Wenn Objekte in der Atmosphäre verbrennen, leuchten sie dabei häufig in verschiedensten Farben. Wenn sie die Erdatmosphäre passieren und verbrennen, können sie in verschiedensten Farben leuchten. Das hängt von den enthaltenen Materialien ab, bei Kupfer zum Beispiel grün, und auch von den Gasen, die sie auf ihrem Weg in Brand setzen. In einer Sauerstoffregion grün, in einer Stickstoffregion rot. Higgins glaubt, dass es eine ganz einfache Erklärung dafür gibt, dass die Fehlfunktion genau dann auftrat, als die Lichter auftauchten. Es könnte einfach ein Zufall gewesen sein. Vielleicht gab es einen Defekt am Flugzeug. Und weil er diesen Defekt gleichzeitig mit den Lichtern bemerkte, hat er fälschlicherweise gedacht, dass beides zusammenhängt. Eine Frage bleibt dennoch offen. Warum hörten Jafari und das Rettungsteam ein Notsignal? Es gibt Berichte, dass man am Boden einen Transponder fand, der sich irgendwie von einem Flugzeug gelöst hat. Vielleicht während Turbulenzen. Im Normalfall geht man aber davon aus, dass man neben einem Transponder auch ein Flugzeugwrack findet. Nur einen Transponder zu finden, ist äußerst unwahrscheinlich. Es gibt keine einfache Erklärung für das, was in jener Nacht über dem Iran geschah. Höchstwahrscheinlich war es einfach ein bizarrer Zufall. Dennoch fasziniert dieses Rätsel sowohl UFO-Anhänger als auch Skeptiker bis heute. Er ist sehr gut dokumentiert und es gab viele Augenzeugen. Das macht ihn für mich zu einem der interessantesten UFO-Fälle aller Zeiten.